Ja, ist geil. Der Typ soll froh sein, dass er nicht noch sein Essen aufisst. Chakra, Chakra. Then we have the root chakra. Hallo Leute, Leon hat einfach eine Kokosnuss manifestiert. Oh shit, mi amigo, bro. What's up, man? Guck mal, Kokosnuss manifestiert. I met him 2 years ago, bro. Crazy. You remember, right? Und die verkaufen hier übrigens... Kokosnusswasser verkaufen die hier einfach für 200 Pesos, für 10 Euro. Also so eine Kokosnuss kostet 10 Euro. Das ist schon viel. So, Laura hat jetzt auch eine Kokosnuss getrunken und dann hat er die aufgemacht, so wie man das ja macht. Genau. Und das sind recht junge Kokosnüsse, deswegen hat die nur dieses Fleisch, was noch so ein bisschen wabbelig ist. Aber das isst du jetzt mit Tahin, ne? Mit diesen Chile, Limon... Liebe. Ist geil, ne? Das schmeckt viel geiler als nur so das Fleisch. Ja. Mag ich auch, aber ja. Das Chili noch mit dabei. Ja, ja. Ja, ich mag das auch. Ich mag tatsächlich das Fleisch lieber, wenn es ein bisschen härter ist, weißt du? Mir wird das schlecht. Ja? Und das Weiche geht aber? Das magst du? Ja, ist geil? Ich glaube, die Konsistenz ist nur gewöhnungsbedürftig, aber ja. Ich mag das eigentlich nicht, aber bei der Kokosnuss ist es irgendwie anders. Wenn die hart ist, dann schmeckt mir das nicht. Krass. Er ist komisch. Oh my god, that's so good. Ja, ich kann es jetzt leider nicht essen, weil ich hab nur das Wasser getrunken, was aber auch okay ist, weil hat mir gut getan. War auch geil, mal wieder aus einer richtigen Kokosnuss was zu trinken. Weißt du? Auch anders wie jetzt mal aus der Plastikflasche. Und Leon hat auf jeden Fall irgendwie vor, Business zu machen, Kokosnusswasser-Business. Was eine gute Idee wäre. Wie das genau in Tulum hier funktionieren kann, weiß ich dann nicht, aber ja, ich glaube, da kann man irgendwas machen. Nee, ich habe auch schon gesagt, es gibt so viele Sachen, die man machen kann mit der Kokosnuss. Face Masks, Haaruhren, weißt du, für den Körper. Ja. Gibt's schon. Und auch die Kokosnüsse kann man ja benutzen. Schalen, ich habe Schalen davon, ja. Alles. Möbel zu machen. Ja, echt alles. Ja, ja. Das stimmt. Ja, mega. Na, gucken, was uns da noch so einfällt, ne, Laura? Und heute ist der Beach ein bisschen algig, Leute, aber es ist trotzdem ein ganz guter Vibe hier. Leon macht, wie gesagt, Businesspläne. So, Freunde, Laura ist fertig gemacht. Laura sieht richtig gut aus, denn Laura hat heute ein... Laura will nicht verraten, dass sie heute ein Date hat. Gar nichts, weißt du? Wir reden darüber, wenn es vorbei ist. Wir wissen doch noch gar nicht, was wir machen. Stimmt, wir wissen ja noch gar nicht, ob es was wird. Aber vielleicht. Auf jeden Fall sieht Laura so aus, als würde sie ein Date haben. Ach so. Ja, das wollte ich schon mal festhalten. Ja. Und ja, wir gehen jetzt gleich auf so einen Street, ins Palma Central, actually. Das ist so ein... Abend in so einem Food Place. Ja, da gibt es verschiedene Essenswagen und da kann man sonst gemütlich sitzen und heute ist da wohl tanzen. Das gucken wir uns mal an und ich bin gespannt. Ja, und dann gehen wir Streetfood essen noch vorher, ne? Hast Bock? Jetzt unbedingt. Ich hab Hunger, du weißt, es hat so krass geschmeckt letztens. Ja. Can't get over it. Deswegen, du musst unbedingt dahin und Onkelchen bleibt heute zu Hause. Hast du Onkel Auszeit auf jeden Fall. Und ja, das ist der Plan für den Abend und ich werde euch das nachher mal zeigen, wie das aussieht im Palma Central. So, und wir sind jetzt im Palma Central, Leute. Also hier ist richtig gut was los. Nice hier. Ich war das letzte Mal hier vor ein paar Jahren. Und da war nicht so viel los. Also es hat sich auf jeden Fall vergrößert. Es wurde erstmal hier 60 Pesos Eintritt bezahlt, das sind 3,20 Euro oder so. Und dann kann man das aber auch verzehren, also für ein Bier verwenden oder ein unalkoholisches Getränk. Ja? Und hier wird auch getanzt und so, das fällt mir richtig cool. Nice hier, ne, Laura, oder? Das ist cool. Hätte ich auch nicht gedacht, dass hier so viele Leute und alles junge Leute. Ja, ist cool. Ja. Mag ich. Ja, ich mag es auch. Hat sich gelohnt, hier reinzugehen. Toll. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Feuershow. Cool, wow. Sieht mega nice aus. Wow. Oha. Ja, geil. Ups.
Hiram ist auch wieder dabei, der verfolgt uns übrigens. Hiram, are you following us or what? Do you have it on camera? How no. often we see this guy no. as if this is the only person in Tulum? I'm Tulum actually. Yeah, it's true. And it's really funny because wir sehen ihn überall. Wir sehen ihn wirklich überall. Egal, heute im Supermarkt, auf der Straße, beim Kakuladen. Und das ist übrigens, der verkauft, nicht, rent Scooters. Ja. Yeah. Bei ihm, ATVs too, bei ihm könnt ihr Scooters mieten. Ja. Roller mieten, ja. Genau. Prost. Meldet euch einfach und dann werdet ihr weitervermittelt. I saw one guy in Tulum. He's really, really weird. Okay, there's a weird guy. He has a weird costume. Er sieht echt weird aus. Das ist zu long wieder, Freunde. It's my last day. It's your last day when you go? Maybe, because I go to Mexico City tomorrow. Mexico City, we will never see you again! What are you talking? Ja, ich hab den gefilmt. Hast du den gefilmt? Ja. Ist geil, ne? Illuminati Vibes. Illuminati Vibes. Ich will mal gucken, ob hier ein paar hübsche Männer sind übrigens. Sind so leise, sind so reibst dabei. Some beautiful guys here? Oh ja, ja. Okay, yeah. Already here, already here. Ja, yeah, already here. Schön, schön, du bist schön. Schön. Are you from here, from guys? Do you know some? I don't know how you like it. How do you like guys? Long hair. Long hair. And I know, they have to have this charisma, you know? Like they are the man, they take care of you. Yeah, exactly. And you. Smart and funny and everything. Oh. Why you describe me? Oh my god, that's crazy. She know me before. Lass mal ein bisschen gucken, was hier läuft. Ja, ich hab Hunger. What is it? I wanna eat and okay. I don't like Corona, but I drink a beer. What you like? By one. Yeah, let's go. Bisschen. Wir wollen nicht mal dreimal machen. Dreimal, aber ich glaube nicht, dass wir können. Ich bin gespannt, was wir hier so entdecken werden. Ich habe schon was entdeckt, auf jeden Fall. Ich hab schon so ein oder zwei gesehen. Ein oder zwei. Ich muss essen, sonst geht bei mir gar nichts. Ja, komm, essen. Hungry. Let's go to change your ticket for the water, for the beer, for whatever. Okay. And then I show you where you can get like some good food. I want Reina. Yes. Probier's mal Arepas. Hast du schon mal gegessen Arepas? Was? Arepas heißen die. Das ist das hier. Ja. Du hast schon mal gegessen? Nö, jetzt esse ich das. Okay. Sieht aus wie Döner. Weil ich hab's nämlich noch nie gegessen und wollte es immer essen. Ich kenne das nicht. Sieht aus wie Döner. Auf mexikanische Döner. Geil. I want one Reina, por favor. Ich glaube, das ist Arepas son de Venezuela, no? Or no? Venezuela, no? Ja. Venezuelan Food, okay. Das sieht geil aus heute. Sogar glutenfrei. Hätte ich jetzt auch Bock drauf. Okay, Leute, das ist das von Laura. Das riecht richtig geil. Ich würde auch gerne jetzt reinbeißen. Ich bin gespannt, was Laura gleich sagt. Das ist Chicken und Guacamole. Und in einem Turmeric Chickpea Brot. Glutenfrei. Ja, Mann, geil. Und geil. Ja, geil. Riecht gut, ja. Okay, Essenstipp von Laura. Geil, ne, sagst du? Laura, die kann gar nicht aufhören zu essen, so geil ist das. Hammer, freut mich. Genieß es. Wenn es ums Essen geht, Alter, da gibt es ja manche Frauen, die trauen sich nicht zu essen, ne? Ja, ja, voll. What? Ja. Verstehe ich nicht sowas. Der Typ soll froh sein, dass nicht noch sein Essen aufisst. Ich aber auch, Mann. Ich hau auch immer richtig rein. Wenn ich wieder anfange zu essen, Leute, oh mein Gott. Ich würde jetzt aufhören mit Essen. So good. Oh mein Gott, es ist so good. Hey Laura, was geht denn? Wir haben Welttalk heute gemacht. Ja. Und? Ich glaube, das ist gut vom Will. Ich finde, das ist mein Titten. Ich finde, das geht aber. Ja? Ja. Ich habe meine Fußnägel schneiden können. Und?
War schön. Ja, ne? Gut, ja. Ich fand unser Talk mega. Ich mag's auch. Ja. Also wir haben ja noch so viel zum Sprechen. Ja, wir könnten doch 10 Millionen Talks machen, immer so. Yes. Das hört bei uns gar kein Ende, ne? Nicht so wirklich, aber ja. Ich finde es gut. Ja. Was hast du da gerade in der Hand? Was machst du da? Sag mal, was ist das? Bisschen schlechte Energien entfernen. Ja, mit? Palo was ist Santo. Das? Palo Santo? Ja, yeah, das ist, ja, yeah, you do that to purify the air, so wie Salbei auch. Mhm. Riecht anders wie Salbei. Ich mag beides. Mhm. Am liebsten würde ich mir das so essen, so als Ich liebe das. Ja. Also mir geht es auch immer besser, wenn ich das rieche, tatsächlich. Ich mag das auch total. Total. So, das, ich habe gehört, dass Menschen, die das nicht gerne riechen, they have, I don't know. Ah, die mögen das dann nicht, ne? Jo, Leon ist auch da. Wir haben einfach Van-Talk gemacht, mit beiden heute. Ich darf nicht rauchen, ich filme. I'm gonna smoke that, man. Was geht? Ja, was geht denn? Wie war der Talk? Krass. Krasser Talk, ne? Ja. Oder? Ja. Wie fandst du ihn? Ich fand ihn gut, sehr gut. Aber halt nicht. War perfekt heute mit uns allen zusammen. The throat chakra. Ja, ja, genau. Das. Third eye. The crown. Very important. Yo. The heart chakra. The solar plexus. And then wait, we have the sacral chakra. Then we have the root chakra. You know. And all the meridians in your body. And. Ja, geil. Das machen die ja immer bei den Ayahuasca-Zeremonien mit irgendwas, machen die ja auch sowas immer, ne? Ja, ist das so Cleaning dann einfach, oder? Was? Ist das so Cleaning einfach? Das öffnet deine Energiefelder. Ah, okay. Ja. Mhm. Also, man sagt, dass also dann die Venen und so öffnen sich, damit die Energy besser flowt, weißt du? Ja, geil. Ja. Ich hab mir ja, geil, ja. Ich mag das auch gerne. Ich habe das irgendwann mal das erste Mal Palo Santo hier in Mexiko entdeckt, tatsächlich. Wo ich in Deutschland war, kannte ich das noch nicht. Und jetzt in Tulum ist das so gang und gäbe, ne? Findest du überall. Also ist echt geil. Sollte man sich auf jeden Fall mal mitnehmen nach Deutschland, finde ich. Das machst du auch immer, ne? Du nimmst auch von hier mit. Ich nehme das von hier mit am liebsten, weil wir damit noch die Leute unterstützen. Mhm. Und die haben halt wirklich das Organische. Mhm. Aber kannst auch im Internet bestellen. Okay, cool. Na, siehste, Leute, könnt ihr auch im Internet bestellen. Auf jeden Fall, Laura und ich, wir gehen gleich nach Playa del Carmen. Weil Laura kennt Playa del Carmen noch nicht und das checken wir mal ab, ne, Laura? Apropos Ayahuasca. Ja? Ich habe gestern ein Reaction-Video gemacht auf seine Ayahuasca-Erfahrung. Der hat es richtig krass geschnitten. Der ist so ein Filmemaker, ne? Okay. Und der hat seine Visuals, die er hatte, dann in das Video mit eingebaut. So. Ah, ich habe noch nice. Nie so ein heftiges Video gesehen, wirklich. Ich habe noch nie so ein krasses Video gesehen. Ah, so wie auch, er das gesehen hat. Ja, genau. Ah, ja. Geil. Und auch die Zeremonie, wie die das gemacht haben, direkt in Peru auch und so. Und die Schamanen und so. Da sind wir wieder, haben wir gesagt. Also ich habe vorher gesagt, vor der Reaction, dass ich eher so das auf mich zukommen lasse so und gucke so, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich das jetzt machen sollte, so. Dass ich auch überzeugt davon bin, dass man das auch, diese Erleuchtung, die man da erfährt, auch so erfahren kann, aber nach dem Video hatte ich voll Bock. Geil! Lass einen nach Peru gehen. Also für mich oder auch, hier. Auch nur Peru in Frage. Ja, also nur da, wo es herkommt. Da, von dem Ground, von dem man es pflückt, denn da nur dann ist die Protection. Wir haben das in ihrem eigenen Garten. Ja, perfekt. Ayahuasca, weißt du, das ist in demselben Garten so. Perfekt. Voll geil. Ja, und geil. Was ich halt sagen muss, was ich gerne machen würde, ist halt, das habe ich auch schon gehört, ist zwar sehr expensive, aber dieses alleine mit den Schamanen. Mm. Nicht in so einer Group. Ja, so. Ja. Ist schon expensive. Aber da nicht, glaube ich. Das solltest du eigentlich einfach nur eine Spende geben, damit macht man kein Geld, damit sollte man kein Geld machen. Ich habe einen Schamane. Kannst geben, was du willst. Mhm, die hat das von ihrer Mutter gelernt. Ich habe die Nummer, kannst du haben. Ich kenne das auch so. Das ist nur Tulum halt. Die machen daraus ein Business. Nee, da war das auch in der Runde. Machen die auch da ein Business? Ja, überall, weil die ganzen westlichen Leute darauf aufmerksam werden. Okay. Und das ist so eine Sache, die ich halt auch nicht so... Das weil ich habe auch gehört, Ayahuasca kommt zu dir und nicht du zu Ayahuasca. Ja, ja, ja. Genau. You hear the calling. Aber ich genau, das Calling. For free. Weil ich will das auf jeden Fall in so einer 1-zu-1 machen. Oder drei geht auch noch. Jetzt kommt darauf an, guck mal, hier zum Beispiel zu dritt gehen. Wir sind ja schon connected, weißt du? Ja. Oder auch gehen. Kannst du dich auch alleine, ist egal. Ja. Gott, darf nichts kosten. Ja, eigentlich nicht. Energy Exchange, nach Money Exchange. Ja.
Eigentlich schon, aber ich habe es gemacht, also ich habe ja dafür bezahlt. Ich muss sagen, es hat mir sehr geholfen, bin ich der Meinung, aber wer weiß, wie es wäre, wenn ich das wirklich voll in der Nature mache, alleine. Ayahuasca-Freunde, ich werde mir das mal angucken. Die Reaction, ne? Hast du hochgeladen schon? Nee, kommt jetzt. Kommt jetzt? Die gucken wir uns dann an, ne? Ja. So, wir sind im Playa del Carmen, Freunde. Ciao. Abonniert sie. Ja, halt das mit euren Freunden, kommentiert. Kostet nichts, Leute. Genau. Können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?